Liebe Kollegin, der Antrag der Großen Koalition scheint wieder ein Stück aus dem bisher eher drögen Zyklus Herbst der Entscheidungen zu sein. SPD und CDU finden den Antrag ja dermaßen großartig, dass sie es nicht einmal für nötig halten, eine Begründung dazu aufzuschreiben. Aber immerhin ist bei der Koalition nach 2 Jahren Regierung die Erkenntnis gereift, dass es endlich ein Wohnungsbaukonzept für Berlin braucht. Dafür schon mal Applaus. Das Problem bei diesem Konzept ist, dass es denen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, also den einkommensschwachen Haushalten, nichts nützt. Vom Grundsatz her verfolgen sie den überholten Ansatz der Objektförderung, wo doch endlich eine Subjektförderung angebracht wäre. Sie fördern keine Menschen, sie fördern keine Mieterinnen, sie fördern Beton und Bauträger. Aber es siedeln sich eben nicht nur neue Unternehmen in Berlin an, Kollege Saleh, sondern auch Menschen. Sie schreiben in Ihrem Antrag zwar etwas von sozialverträglichen Mieten, nennen hierzu aber keine Zahl. Gehen wir mal davon aus, dass auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft nach Ihrem Modell zu realistischen Preisen baut. Dann kommen wir auf einen Mietpreis von plus minus 10 oder 11 Euro pro Quadratmeter. Die Mieten sind hier bezahlbar, denn ich kann sie ja zahlen, scheint offenbar das Motto der Koalition zu sein. Für einkommensschwache Haushalte ist das aber viel zu hoch. Das heißt, die Wohnungsbaugesellschaften müssen günstige Wohnungen, wenn sie denn welche anbieten, quersubventionieren. Die Hauptfrage dabei ist, wie viele Wohnungen muss eine Wohnungsbaugesellschaft teuer vermieten, um eine günstige Wohnung damit zu subventionieren? Diese Frage ist berechtigt, denn die Wohnungsbaugesellschaften werden nach wie vor vom Senat angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten. Herr Nussbaum hat zwar angekündigt, auf Ausschüttung zu verzichten. Dieser Gewinnverzicht ändert aber nichts an der grundlegenden Ausrichtung der Wohnungsbaugesellschaften. Das kann doch so nichts werden. Die zweite Frage ist, wo dieser neue Wohnraum, den SPD und CDU angeblich wollen, denn nun entstehen soll. Herr Nussbaum hat angekündigt, das Land würde kostenlos Grundstücke zur Verfügung stellen. Die Koalition spricht in ihrem Antrag nebulös von einer Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik, bei der Grundstücke mit Verkaufsperspektive zum Höchstpreis abgestoßen werden sollen. Wir können annehmen, dass diese Grundstücke hauptsächlich in innerstädtischen Lagen zu finden sind. Sie stehen nach dem Willen der Koalition also für die Schaffung von günstigem Wohnraum gar nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich ist es eher, dass Grundstücke außerhalb des S-Bahn-Rings herangezogen werden sollen. Und damit reden wir hier doch eindeutig von der institutionalisierten Verdrängung einkommensschwacher Haushalte aus dem S-Bahn-Ring hinaus. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Kollege Heinemann? Nee, gerade nicht. Mit Ihrem Antrag will die Koalition für die nächsten 5 Jahre einen sogenannten Wohnungsbaufonds installieren. Die Mittel dieses Fonds sollen städtischen und privaten Bauherren zur Verfügung stehen. Das klingt ja zunächst ganz unscheinbar. Allerdings sollte man wissen, dass sich Finanzsenator Nussbaum schon vor einiger Zeit mehr oder weniger deutlich gegen solch eine Beteiligung privater Investoren ausgesprochen hat. Ich zitiere mal aus einem Interview mit der Berliner Zeitung vom 29. August. Bei den Privaten bin ich sehr zurückhaltend und das sage ich als jemand, der selbst lange in der Wirtschaft war. Es hat mir bisher niemand überzeugend erklären können, wie man private Bauherren fördern kann, ohne Mitnahmeeffekte zu riskieren. Der Finanzsenator, also der Einzige in dieser Koalition, der was von Geld und Wirtschaft versteht, sieht die Beteiligung privater Investoren eher skeptisch. Und er begründet dies richtigerweise mit den alten Berliner Zuständen. Herr Nussbaum, Herr Kollege, darf ich einen Moment mal unterbrechen? Die Einzelgespräche stören den Redner doch erheblich. Ich bitte, das dort draußen zu machen. Bitte, Herr Höfinghoff. Ja, ich mache weiter mit dem Zitat von Herrn Nussbaum aus demselben Interview. Diesen Fehler hatten wir schon bei der alten Wohnungsbauförderung in West-Berlin, für die wir immer noch jedes Jahr Hunderte von Millionen Euro Mietzuschüsse zahlen. Was bedeutet es nun, dass die privaten Investoren entgegen der Warnungen des Finanzsenators doch im Antrag von SPD und CDU stehen? Es bedeutet, dass die SPD wieder vor der CDU und der Bauträgerlobby eingeknickt ist. Hier soll dem alten Bausumpf wieder einmal öffentliches Geld zugeschanzt werden. Und wie im alten West-Berlin verkauft uns die Große Koalition dies als soziale Wohltat. Was passieren soll, wenn Ihr Fonds nach 5 bzw. 7 Jahren ausläuft? Dazu sagt die Koalition wohlweislich nichts. Der vorliegende Antrag von SPD und CDU soll kurz vor der Bundestagswahl noch ein bisschen Wohnungspolitik simulieren. Die Wohnungsprivatisierungspartei SPD möchte sich noch einmal als Partei der Mieter aufspielen und die Zwangsräumungspartei CDU versucht ihrem Klientel aus der Bauträgerschaft eine Perspektive aufzuzeigen. Wohnungspolitik für Investorinnen und Bausumpf,
Dafür steht diese Koalition aus SPD und CDU, Herr Graf. Dankeschön.